ganz im Gegenteil. Wenn Sie sich die Rede zum 7. Oktober von Alexander Gauland im letzten Jahr angehört haben, dann werden Sie feststellen, dass das die differenzierteste und solidarischste Rede für Israel gewesen ist. Israel kämpft gerade um seine Existenz. Und das müssen auch wir. Das stimmt nicht. Israel schlachtet da gerade eine relativ wehrlose Bevölkerung in Gaza ab. Das ist ja wirklich eine widerliche Verdrehung der Tatsachen. Einfach konstatieren und festhalten. Dort ist ein Konflikt gewachsen mit israelfeindlichen Nachbarn. Eine Reaktion hat zu einer Gegenreaktion geführt. Nein, da ist kein Konflikt gewachsen mit Nachbarn, die einfach so israelfeindlich sind. Also die Hezbollah, die ist entstanden, nachdem Israel in den Libanon einmarschiert ist und eine wirklich brutale Militärbesatzung geführt hat. Allein in den ersten 10 Wochen des israelischen Einmarschs im Libanon sind 17.000 Menschen ermordet worden. Der Großteil davon Zivilisten. Also die Stadtviertel in Beirut, die heute die Hochburg der Hezbollah darstellen, die sind die sind größtenteils entstanden, nachdem Israel aus den im Libanon besetzten Gebieten ganz viele Schiiten nach Beirut vertrieben hat, weil die israelische Besatzung eben so brutal war. Die mit Israel verbündete Falange-Miliz hat wirklich brutalste Massaker in palästinensischen Flüchtlingslagern angerichtet, ohne dass es da irgendeine PLO noch gab, ohne dass es da irgendeinen Widerstand gab. Also man hat da einfach alte Leute, Frauen, kleine Kinder massakriert, zahlreiche Frauengruppen vergewaltigt. Also das war das Standardvorgehen der Miliz, mit der Israel da kollaboriert hat. Und in Reaktion auf diese wirklich brutale Besatzung ist Hezbollah entstanden. Also da sind nicht einfach Nachbarn, die irgendwie abstrakt israelfeindlich sein und deswegen müsse Israel jetzt reagieren. Nee. Diese Nachbarn, also die Hezbollah auf jeden Fall, die ist entstanden wegen israelischer Aggression gegen den Libanon. Die deutsche Bundesregierung kann sich auch hier nicht reinwaschen. Sie fördert mit deutschen Steuergeldern UN-Hilfswerke, die die Palästinenser als auch die Terroristen und auch Kinder aufhetzen gegen Juden. Das muss man. Quelle, Beleg. Also sie meint die UNRWA, die UNRWA. Das UN-Hilfswerk für Palästina, das Israel schon seit längerer Zeit zu diskreditieren versucht, das für Hilfslieferungen, für die Koordination von Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuständig ist, wo Israel sich ausgedacht hat, dass UNRWA-Mitarbeiter beispielsweise im Oktober beteiligt gewesen seien. Belege hat Israel nicht vorgelegt, ganz im Gegenteil, es gab Untersuchungen und Ergebnis, die Mitarbeiter waren nicht am 7. Oktober beteiligt, Israel hat sich das ausgedacht. Und Israel versucht, die UNRWA nicht umsonst zu diskreditieren. Man will den Gazastreifen unbewohnbar machen. Man will, dass dort keine humanitäre Hilfe verteilt wird. Deswegen versucht man, diese Organisation zu diskreditieren. Und Weidel verbreitet hier einfach so die Propaganda der israelischen Regierung weiter. Und auch interessant, der Moderator unterbricht sie überhaupt nicht. Das Wagenknecht wurde sofort unterbrochen. Weidel darf hier einfach so israelische Regierungspropaganda verbreiten. Also typisch Springer. Also das... Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. Also ich habe noch im Chat geschrieben, ja, der Moderator, der wird, der war ja schon bei Vogt, pro Vogt, der wird diesmal, also wahrscheinlich ist er diesmal wieder Anti-AfD. Nee, also beim Thema Israel, da passt zwischen die AfD und Springer wirklich kein Blatt. Man auch einfach festhalten, die AfD hat im Übrigen in den Deutschen Bundestag einen Antrag vor vielen Jahren zu diesem Thema schon eingebracht, dass diese Gelder gestrichen gehören. Und es wurde natürlich wieder von allen abgelehnt. Und im letzten Jahr war es dann soweit. Schreckliche Bilder, was sie da mit dieser Frau gemacht haben. Ja, also die Zahlungen wurden wieder aufgenommen, weil Israel eben keine Belege für seine Vorwürfe vorgelegt hat. Mit den Frauen, die sie dort verschleppt haben, die Menschen, die dort umgebracht wurden. Ich will das jetzt auch gar nicht so in der Breite diskutieren. Es hat mich enorm letztes Jahr emotional berührt. Ja. Und dementsprechend habe ich das auch so entschieden, dass ich mit meinen Freunden das begehe. Frau Wagenknecht, es fiel auf, als ich Sie